Isa a.s. war ein Prophet Allahs, stimmt? Was hat er verkündet? Hat Isa gesagt, ich bin Allahs Gesandter, ich bin Allahs Gesandter, oder hat er gesagt, ich bin Allahs Sohn? Ich bin Allahs Gesandter. So, Isa a.s., wie wir wissen, tawaffahullah, Allah Ta'ala hat ihn emporgehoben. Es waren seine Schüler hinter ihm. Dann gab es verschiedene Menschen. Manche haben gesagt, er ist Allahs Gesandter. Und manche haben gesagt, er ist Allahs Sohn. Und so hatten wir die unterschiedlichen Gruppierungen. Deshalb zum Beispiel, wir kennen die sogenannten Arianer, Anhänger von Arius. Was haben sie gesagt? Isa ist ein normaler Mensch, aber ein besonderer Mensch. Na, ist kein Gott. Was hat man mit ihnen gemacht, mit diesen Arianern? Verfolgt. Bis zur Vernichtung. Es blieben ganz wenige von ihnen zur Zeit des Propheten. Und die übrigen, gab es dann unterschiedliche Spaltungen. Und wann gab es dann diese Spaltungen immer, liebe Geschwister? Bei den sogenannten Konzilien. Es gab diese Räte, Treffen von den Christen. Damals, also wenn man sagt katholische Kirche, das heißt die Weltkirche praktisch damals. Ja? Und später kamen dann die Spaltungen, orthodoxe Kirche hat sich abgespalten, protestantische, evangelische etc. Verschiedene, auch die sogenannten Maroniten und diese, die unterschiedlichen Kirchen, die wir haben. Aber wie war die Situation? Wir wissen das, liebe Geschwister, bei dem ersten Konzil im Jahre 325, das war das, was anerkennen die Christen. Worüber haben sie sich gestritten? Ob Jesus Mensch oder, also eine Natur, die zwei Naturen lehre, ob er Mensch oder Gott ist. Was haben sie dann gesagt? Mensch und Gott. Aber es gab viele andere Meinungen. Und dann haben sie gesagt, wer diese Meinung nicht annimmt, was machen sie mit ihm? Wird verfolgt und verdammt. Und da wurden dann die Arianer verdammt und verfolgt. Mit Feuer und Schwert. Das bedeutet, die in diesem Rat, da haben sich Leute zusammengesetzt und abgesprochen. Wir sagen ab heute das. Und wer uns widerspricht, was machen wir mit ihm? Kopf kleiner. Dann gab es ein Konzil im Jahre 380, zweites Konzil. Dort wurde dann gesprochen über Maria, ist die Mutter Gottes? Und dann begann die Sprache über den sogenannten Heiligen Geist. Und im Jahre 421, liebe Geschwister, das war dann das dritte Konzil, wo sie dann die sogenannte Trinität verabschiedet haben. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und dann haben sie alle Menschen mit Feuer und Schwert verfolgt, die das nicht angenommen haben. Und hier kamen viele Spaltungen unter den Christen. Das bedeutet, dass in der katholischen Kirche nachher viele Menschen sagen, Vater, Sohn, Heiliger Geist bedeutet nicht, dass das von Isa übermittelt ist. Weil es gibt zwar viele, die das tradieren, über viele, aber das war abgesprochen. Das wurde nicht von Isa und von den Anhängern von Isa unabhängig voneinander ohne Absprache weitergegeben. Deshalb sagen wir, diese Trinitätslehre, die hat mit Isa nichts zu tun. Und deshalb sagen wir, das ist nicht Mutawatir, das ist erlogen. Man hat etwas bestimmt, beschlossen und hat das weitergegeben an die Menschen. Und heute wissen wir, wie viele sogenannte Kirchen und Gruppierungen, ja, Mennoniten und Zeugen Jehovas und Protestanten, und sie haben nicht mal die gleiche Bibel. Okay? Selbst unter den Katholiken gibt es Altkatholiken und sonstige Katholiken und römisch-katholisch und das und jenes und so weiter.